Navi und willkommen zu einem neuen Video bei mir hier. Heute ist Freitag und ich dachte mir, ich nehme mich heute einfach ein bisschen mit, so durch meinen Tag. Ich habe was Chemie gelernt, das war sehr toll. Aber ich dachte mir, ich könnte es auch so ein bisschen verbinden, den Vlog von meinem Tag so, mit so ein paar Favorite Places auf Mallorca. Also so meine Lieblingsplätze auf Mallorca, weil wir haben ganz viele geschrieben, dass die in den Osterferien oder auch in den Sommerferien nach Mallorca kommen. Und dann dachte ich mir, könnte ich euch einfach meine Lieblingssachen hier zeigen, so Lieblingsrestaurants oder coole Sachen, die man hier machen kann. So ist halt eine Inspiration, falls ihr überlegt, was ihr hier machen könnt oder falls ihr einfach irgendwas Cooles sucht. Und ja, vielleicht kann ich das hier mal öfters machen. Also ich fange heute an. Wir gehen gleich in mein Lieblingsrestaurant. Da müsst ihr unbedingt hingehen, wenn ihr auf Mallorca seid. Das ist so gut. Und dann gehen wir auch noch ins Palma Aquarium. Das ist auch sehr, sehr cool. Da gibt es sogar Pinguine und das zeige ich euch einfach ein bisschen. Dann könnt ihr euch das wahrscheinlich besser vorstellen. Ich überlege gerade, welche Tasche ich mitnehme. Meint ihr, da passt mein Handy rein? Ja, vielleicht nehme ich die jetzt mit. Aber ja, ihr könnt mal sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls ihr diese Serie cool finden würdet, wenn ich einfach so noch ein paar mehr Videos dazu machen würde, zu meinen Favorite Places. Und ja, schreibt auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal hier auf Mallorca wart oder ob ihr mal kommen wollt. Dann kann ich... Überbelichtung. Dann kann ich das auch mal einplanen und so, ob ich sowas öfters mache. Und ja, jetzt würde ich sagen, fahren wir direkt mal los. Wir haben nämlich alle Hunger, weil wir gehen da Mittagessen. Das ist so ein Frühstücks-Brunch-Mittagessen-Restaurant. Genau, ich muss nur meine Zahnspangendose finden. Aber ich würde sagen, könnt ihr mal gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann geht's jetzt los. Leute, sagt mir aber, warum sind Handtaschen immer so klein? Ich musste meine Handtasche hier so wechseln zu der braunen hier, weil mein Handy da nicht reingepasst hat. So, wir sind jetzt am Plaza de España. Und hier ist auch direkt das Parkhaus. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr zum Rococo kommt. Hinten ist der Müller, falls ihr irgendwas aus Deutschland braucht. Und wenn man da hinten lang geht, da kommt mein Lieblings-Eisdiele, aber den zeige ich nochmal ein anderen Mal. Wir gehen jetzt erstmal zum Restaurant. Und man kommt vorbei an so einer leckeren Bäckerei. Hier gibt es so leckere Sachen. Guck mal, wie gut das aussieht. Oh mein Gott. So, wir sind da. Da hinten sieht man dieses blaue Schild. Man kann draußen sitzen oder auch drinnen, aber ich glaube, draußen ist halt keine Sonne. Deshalb schauen wir mal, ob drinnen Platz frei ist. Wie ihr sehen könnt, Papa läuft vor, das heißt, er hat große Hunger. Sehr groß. Hier gibt es immer richtig leckere Säfte. Ich habe hier so einen kleinen Orangensaft. Und meine Mama hat hier so eine riesen Vitamin-C-Bombe, nennt sich das. Da ist noch Ingwer- und Möhrensaft mit drin. Aber ich mag den Orangensaft lieber. Okay, unser Essen ist da. Ich zeige euch eben, was wir essen. Also ich esse hier mein Avocado-Thunfisch-Sandwich. Meine Mama hat hier so viele Tapas mit Dips. Und mein Papa hat hier Burritos mit Bratkartoffeln. Juhu! Leute, wenn ihr im Rococo seid, müsst ihr unbedingt als Nachtisch diese Waffeln essen mit Nutella. Das ist so lecker. Da sind so Bananen drauf und hier drunter sind so richtig fette belgische Waffeln. Das ist so lecker. So, wir sind da. Guck mal, da hinten ist das Palma Aquarium. Und ich war noch nie da drin, aber ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Und hier hinten bei den Bäumen, dahinter ist direkt das Meer. Also falls ihr nach dem Aquarium zum Strand wollt, muss man einfach nur da hinten durchgehen. Da können wir vielleicht auch gleich mal lang gehen. Und wir hatten heute echt Glück, wir konnten hier auf dem Parkplatz parken. Aber manchmal, wenn es zu voll ist, gibt es hier rundherum auch noch Parkplätze. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Leute, meine Eltern lachen mich gerade aus, weil ich war irgendwie noch nie richtig in einem Aquarium, dass ich mich daran erinnern kann. Weil ich war im Kinderwagen, weil meine Brüder sind früher mal ins Aquarium gegangen. Und deshalb war ich da irgendwie nie früher, dass ich mich daran erinnern konnte.
Aber das ist so cool, dass das so echt ist. Und kein Fernseher. Der leuchtet. Guck mal, wie cool, hier kann man keine Robben streichen. Das ist so süß. Wollt ihr mal jetzt streicheln werden? Bist du über. Kann die beißen? So, wir sind jetzt hier draußen und hier gibt es Schildkröten und Haie und so. Und wir haben einfach gefragt, hier gibt es keine Pinguine. Ich habe letztens noch Pinguinbilder gesehen. Ich dachte, es wäre in diesem Aquarium hier. Wir wurden gefragt, die so, no, no tienes Pinguine. Und ich so, Man hört gar nichts, aber ich versuche jetzt TikTok zu machen. Oh mein Gott, guck mal, Axolotl! Kannst du ein Stück Seife in einmal Wasser tun? Das ist super süß! Wir sind jetzt hier im Dschungel und das sieht irgendwie so cool aus. Das erinnert mich so sehr an Phantasialand, so an die Warteschlange von Black Mamba. Hab Papa gerade gesagt, das sieht dann original so aus. Nur schade, dass es hier keine Achterbahn gibt. Das wäre cool. Oh, jetzt bin ich in Phantasialand. So, wir sind durch mit dem Aquarium. Ich bin sehr enttäuscht, dass es keine Pinguine gab. Aber es war trotzdem ganz lustig. Und jetzt gehen wir noch eine Runde shoppen. So, es geht direkt weiter, Leute. Wir sind jetzt hier im Fan oder Fun. Jetzt hier bald auf jeden Fall gibt es hier alle Läden wie H&M. Und hier gibt es auch Starbucks und sowas. Also falls ihr was shoppen wollt, hier seid ihr immer gut. Leute, ich habe schon was gefunden. Jetzt gucke ich noch beim Schmuck. Ich gucke gerade bei Ohrring. Das ist eigentlich ganz süß. Das Coole ist, das Shoppingcenter ist immer so halb drinnen, aber auch so halb draußen. Seht ihr das? Es ist so offen hier. Also so ein bisschen an der frischen Luft noch und kann auch die Maske runter machen. Nice Chocolate. Ja. Das probiere ich gleich. Boah, als ich dieses Eis-Chocolate hier geholt habe, mir ist doch ein bisschen schlecht mit den Waffeln. Aber ich will das gleich probieren, das habe ich noch nie getrunken. Was? Also im Primark gibt es ja auch Leute, aber ich darf da nicht rein, weil mein Papa diesen Laden hasst. Ich habe heute auch nicht für den Vlog einmal rein. Nur über meine Leiche. Hallo, ich bin wieder zu Hause und ich habe mich schon umgezogen. Vielleicht werde ich euch einen Bockart machen, aber ich mache euch noch wie versprochen erst meinen Haul, was ich bei H&M gekauft habe. Und nicht wundern, falls mein Auge irgendwie rot oder klein aussieht. Ich habe gerade irgendwie meine Kontaktlinse rausgetan, danach war das voll rot und gebrannt. Ich hoffe, das geht gleich wieder weg. Aber ich stelle euch mal eben hier ein bisschen tiefer. Ihr steht auf meinen Büchern hier drauf, aber das ist ein bisschen hoch. Okay, ist das besser? Fangen wir an mit der Tüte hier. Die andere Tüte mal kurz beiseite. Also, hier ist ein bisschen viel Pink drin. Ich habe nämlich so ein pinkes Outfit gekauft. Einmal hier dieses rosane Top. Oh, so rum. Das ist ein bisschen länger, das fand ich auch vielleicht ganz gut. Dann kann man das in die Hose reinstecken oder so. Und ich wollte es halt unter dieses pinke Hemd anziehen. So sieht das Hemd aus. Das ist so ein bisschen oversized, aber ich fand das voll cool. Ich habe erst überlegt, ob ich ein weißes Hemd nehmen soll. Aber ich habe mich dann auch für das Pinke entschieden, weil ich dachte, für den Frühling passt das so colorful mal ein bisschen. Okay. Und dann habe ich noch voll diesen Schlafanzug gefunden. Da hat es hier so eine Shorts bei. Und dazu gehört dieses Oberteil hier. Das fand ich gut für den Frühling, weil mir ist im Frühling immer, oder generell, wenn es warm ist, immer richtig heiß, wenn ich schlafe. Und dann kann ich nie einschlafen. Das finde ich gut, dass eine Shorts bei ist. Dann geht es weiter mit der Tasche hier. Ich hätte die fast vergessen, auf die Kasse zu legen. Wir standen da so stundenlang und ich habe die so gehalten an der Kasse. Und meine Mama so, oh Mann, wie tue die Tasche noch drauf? Weil ich hatte die fast vergessen, auf das Band zu legen. Aber ja, so sieht die aus. Die passt auch gut zu dem Top oder zu dem Hemd. Dann habe ich hier noch drin. Diese blaue Jeans hier war da auch noch drin. Das ist so eine Low-Waist-Boyfriend-Jeans. Die ist hier unten so ein bisschen umgeschlagen. Sowas habe ich noch nicht und ich habe auch nicht so viele helle Jeans, deshalb wollte ich mir mal eine holen. Die fand ich aber echt cool. Und ja, dann ist hier unten noch Schmuck drin. Und da habe ich einmal hier diese Kreolen geholt. Die sehen so aus. Und dann habe ich hier die Kette mitgenommen, dieses Zweierpaar. Einmal hier mit den Perlen drin und einmal das was dickere Kettchen hier. Ich habe so eine coole Jacke gefunden.
so eine College-Jacke. Ich mag das voll gerne, weil das ist hier so dick und gepolstert. Ist aus einem coolen Stoff hier. Und die hat hier noch so ein gelbes A und so ein Zeichen. Und da ist sie so blau. Die ist mir, die hat mir sehr gut gefallen. Und dann das T-Shirt hier. Dem UCLA. Das fand ich eigentlich auch voll cool. Ich mag das Beige und ich fand diesen Löwen oder Tiger da vorne so süß drauf. Und es ist hier auch noch zuletzt eine sehr helle Jeans drin. Das ist so eine 90s Straight Jeans. Die ist aber High Waist. Aber ich mag die Farbe davon voll gerne, weil das halt so ein bisschen heller ist als die Jeans, die ich bis jetzt so habe. Genau. Und das waren eigentlich alle Sachen, die ich bei H&M gekauft habe. Und ja. Jetzt mache ich noch ein Workout. Los geht's. Linda liegt hier die ganze Zeit auf meinem Bett und inspiziert alles. Oh, gerade eben lag sie auf der H&M-Tüte. Ah, ich krieg das schon tief nicht hin. So, ich wollte das eigentlich filmen, aber dann ist sie runtergegangen. Linda ist kamerascheu. Nimm was? Ja, ich, der Vlog ist jetzt ja auch mal langsam zu Ende. Wir essen jetzt gleich nur noch zu Abend und dann schauen wir noch was im Fernsehen. Und es ist auch Shoutout of the Day. Heute grüße ich mal die liebe Esra. Sie hat geschrieben: Hi Mavi, danke, dass du mich immer zum Lachen bringst. Du bist schön, sympathisch und mein Idol. Ich schaue deine Videos schon seit fast 2 Jahren. PS, kannst du mich vielleicht mal in deinem nächsten Video grüßen? Komme wahrscheinlich sowieso nicht dran, aber ich würde mich mega freuen. Love you so much, deine Esra. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich, Esra. Und dann auch zu schreien, dass ihr wahrscheinlich eh nicht dran kommt, Leute. Dann nehme ich euch wahrscheinlich dran. Nein. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und schreibt mir manchmal in die Kommentare, ob ich mal so öfters diese Serie machen soll mit den Favorite Places von Mallorca. Und lasst dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!